Strava, die App für Läufer und Radfahrer mit dem kleinen bisschen Social Media drin. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Jenemagie und Sie schauen Website-Marketing.ch. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein passionierter Radfahrer und seit ein paar Wochen nutze ich die Applikation, die sich Strava nennt. Die gibt es für iPhones oder eben auf den Apple-Geräten, wie auch auf Android. Das schaut dann ungefähr so hier aus, wenn man da was erkennen kann. Das auf dem Phone drauf ist natürlich nicht um das, was es schlussendlich geht, aber diese mobilen Telefone zeichnen heute ja mit ihrem GPS perfekt auf. Das Interessante daran ist, ich sehe nicht nur mich, sondern ich sehe noch andere. Das ist mal was, das nicht außergewöhnlich ist, aber ich sehe eben noch, wie schnell ich gegenüber anderen war auf gewissen Abschnitten und das macht es so ein bisschen interaktiv und eben auch spannend. Ich zeige euch kurz meine Plattform, damit ihr wisst, von was ich spreche. Das ist hier der Activity Feed, da habe ich hier verschiedenste Fahrer, denen ich folge. Das funktioniert gleich wie beispielsweise Facebook oder Twitter und sehe auch, was die hier gefahren sind. Und wenn ich jetzt meine letzte Route nehme, die ich gefahren bin und die anschaue, dann habe ich hier mal erst Übersicht über meine Aktivitäten. Ich sehe, wie viel dass ich gefahren bin und hier diese Recent Achievements, also was ich erreicht habe und das ist dann das Interessante. Und wenn ich jetzt mal auf so eine Tour drauf gehe und da rein zoome, dann sieht man dann relativ schnell, dass da einiges geboten wird, das ich eben sonst nicht kriege. Was ich zum Beispiel spannend finde, ist hier, ich fahre hier dem Höhenprofil nach und sehe hier ganz genau, wo, an welcher Stelle es eben runter und wo es hoch ging, wie stark es runter und hoch ging. Ich bin kürzlich über den Oberalppass gefahren, dann sieht man dann die Haute-Kategorie. Auch sonst wird mir angezeigt, was das für Kategorien sind. Hier natürlich nur der Klasse 4, also eher bescheiden, aber es war ja nur eine kurze Tour eben im Zürcher Oberland. Und das sind dann diese Achievements und das finde ich doch ziemlich spannend. Ich kann also da schauen, beispielsweise von Wald nach Hinwil, das sind 50,3 Kilometer und da bin ich bisher der viertschnellste mit einem Durchschnitt von 28,3. Der schnellste war hier der Stefano und auch hier kann ich dann reinschauen, wie schnell der war. Interessant auch, ich sehe die Wattzahlen, also die Leistung, die ich hier gebracht habe, kann sich natürlich das Programm ausrechnen aus meinem Gewicht, ungefähr dem Gewicht des Rads und dann natürlich der Zeit und der Geschwindigkeit. Und das macht es doch ziemlich spannend. Wenn ich hier jetzt reingehe, sehe ich dann auch, was dem seine Route an dem Tag war. Sehe dann, okay, die war einiges kürzer, das waren nur 36 Kilometer. Logisch musste er ja schneller sein, geht ja gar nicht anders auf diesem Abschnitt. Das ist das Spannende an dieser Strava-App. Die zeigt mir nachher eben an, wie ich im Vergleich zu anderen war. Und das gibt dann so ein bisschen einen Kick, die Herausforderung, auch gewisse Streckenabschnitte für mich in Anspruch zu nehmen. Da drauf sind auch Radprofis logischerweise und auch gegen die kann ich hier fahren. Und dann ist es doch interessant, wenn ich nach Hause komme, geht ja ganz einfach. Ich lade es dann eben direkt, wenn ich ankomme, über mein iPhone oder mein Android-Phone, lade ich es hoch. Muss also nicht mehr irgendwie connecten, kein Bluetooth, wie ich das beispielsweise bei einem Garmin-Gerät habe oder irgendwelche komischen Verbindungssoftwaren, die ich hier nutzen muss. Ganz einfach dieses Stück App auf mein Gerät laden und dann funktioniert das perfekt. Und das Witzige ist hier, zumindest bei Android, auf dem ich ja fahre, mindestens bei Android ist das Ganze noch kostenlos. Das ist also meine App, die ich nutze. Würde mich natürlich brennend interessieren, was ihr einsetzt, wo dort vielleicht sogar auch der Social Media der interaktive Effekt ist in dem Programm oder in den Kommentaren, wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Jenemagie und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.